Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 39 von Simu Transkooperation. Ja, sind wir drinne hier im Spiel und der Michael hatte geschrieben wieder. Machen wir hier gerade weiter. In Hagen soll es losgehen. Und zwar ist in Hagen ein Bahnsteig zu verlängern auf 6 Felder. 1, 2 Hammer, 3, 4, 5, 6. Passt. Und dann geht es da gleich los. Hier direkt abzweigen bis dorthin. 390, 824. Passte das? Ja, das passte. Dann auch schon ein Signal möchte er hier sofort hinbauen. Haben wir auch gemacht. Brauchen brauchen wir dann einen Bagger. Hoch oder runter? Anhebung. Hoch. Ist das hier? 390? Nein, das ist hier wohl. Haben wir. Gut. Und dann geht es wahrscheinlich von da bis da auf jeden Fall. Und bis 390, 901. 390. Also immer schön geradeaus. Ja, wahrscheinlich bis hier zum Fluss, ne? So, so? Ja, passt. Genau. 390, 901. Passt. Der Bahnhof kommt. Oh, ne, Sprung nach Siegen. Okay, wo ist Siegen? Da ist Siegen. Gut. Der Bahnhof kommt westlich. Oh, das war ein bisschen viel rausgezoomt. 450 bis 940. Nicht so. 450 bis 415, 935, also nach Norden. Gut. Müssen wir allerdings einen mehr machen. Wegen Ein- und Ausfädeln, ne? So und so. Bahnhof hin, hat Michael geschrieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Zweigleisig steht da auch. Und einen Postkasten brauchen wir noch. Wo ist das Auto? Da. Kommt dann da ein. Gut. Haben wir. 9 westliche Richtung weiter bis vor zu dem Bach bei 420, 904. 420. 904. Oh, da sind wir ziemlich zielsicher gewesen schon. Bis dahin. Sieht gut aus, oder? Ja, schön. Will ich jetzt hier nicht so direkt wissen in der Bauer. Gut, habe ich. Bis westliche Richtung 390, 904. Da. Gut. Passt. Und dann wahrscheinlich verbinden mit einer Brücke. Brücke 55 km rüber. Passt. Haben wir. Sieht so aus, als ob das hier nicht verbunden wäre. Das machen wir mal nochmal. Ja, ist aber verbunden. Okay. So, von Siegen aus geht es in südliche Richtung weiter. Haben wir. 450, 964. Ist wahrscheinlich hier, ne? Genau so ist es. Auch mit einer Brücke queren. Haben wir. Und dann 450, 996. Hier ist ein Hochsitz. 450, 996. Passt auch. Wunderbar, angeschlossen. Und dann
Hier geht es südöstlich weiter, bis wir bei 498 Tonnen eine kleine Senke mit einem See erreichen. Hier ist eine Senke, aber 498, das ist hier. Da ist es. Wunderbar, angeschlossen. Kurz einmal gucken, ob die Verbindung steht. Tut sie, ja. Da haben wir eine Senke. Hm. 1049 brauchen eine Absenkung. 505.049, eine Absenkung. Und dann müssen wir wohl darüber, ne? Jo. Weiter geht es nach Frankfurt. Wo ist Frankfurt? Da unten. Okay. Wir verlängern das nördliche Gleis bis 1120. Passt, haben wir. Und dann müssen wir wahrscheinlich was hoch oder runter machen. Land anheben. Hier. Genau. Und dann Westlinie fahren wir nördlich. Die Strecke verlängert bis 517. 517. 1191. Wunderbar. Haben wir. Jetzt schwenken wir wir nach Norden, bis wir bei 517. Ja, haben wir hier. 1082. Okay, da müssen wir noch weiter rüber schieben. 1082. Haben wir. Ein Gebirge umfahren. Nun können wir die beiden Gleisenden miteinander verbinden. Wo sind sie? Da hinten und hier. Okay. Passt das so? Ja, sieht gut aus. Wunderbar, hat gut geklappt. Nur noch die Linie. Gut, Linie einstellen. Zug ist schon, neue Linie. Und da geht's los in Frankfurt. Südliches Gleis. Der andere. Der bestehende Zug nutzt das nördliche, in Siegen das östliche Gleis. Wo ist Siegen? Da ist Siegen, das östliche Gleis. Und in Hagen natürlich das Gleis, was vorhanden ist, weil mehr sind da nicht. Und auf der Rückfahrt nehmen wir dann das westliche Gleis in Siegen. Passt. Okay, und das Ganze heißt dann Frankfurt, Siegen, Hagen. Passt. Gut, Linie steht und dann aus dem Nürnberger Depot. Wo sind wir denn hier? Siegen, das muss ja südlich sein. Da ist eine Bahnstrecke, da ist Aschaffenburg. Ich glaube, da müssen wir nach da. Ich glaube noch südlicher. Ich weiß nicht, das hier ist der Main, oder? Wo sind wir hier? Ah, hier unten ist Erlangen. Dann ist da auch Nürnberg. Und da haben wir das Depot. Da holen wir Sonnenlok raus mit 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 und einen Postwagen. Gut, kommt auf den Fahrplan von eben diesen. Und starten. Können wir schließen, wo ist er? Fährt da gerade raus. So, ob das klappt? Okay, da ist jetzt einer natürlich vorweg. Das mal schneller laufen lassen, ne? Und der wartet jetzt natürlich da, bis der da oben irgendwo ist, ne? Als nächstes fährt er in Würzburg ein, oder? Okay, er fährt aber schon weiter. Ist da Würzburg? Ja, da war Würzburg. Dann fährt er jetzt bis Würzburg durch, das ist schon mal gut. Dezember 1. speichert er ab. Dann war schon Aschaffenburg, ne? Ja, und da ist er auch durch. Ja, der erste natürlich. So, und dann fährt er dahin. Machen wir gerade Pause. Fahrplan. Ah, Frankfurt Rathaus passt. Okay. Dann, und der sagte der Michael ja, dass er im südlichen Gleis dann hinkommt. Dann wollen wir das mal gucken, ne? Ja, der andere steht und wartet und er kommt und das ist der südliche Gleis, genau. Und der Michael hatte das Pech, dass die Züge hier auf der Strecke sich begegneten. Und deswegen musste er irgendwo noch eine Ausweiche bauen, die ich gar nicht bauen musste. Aber zwischen Nürnberg und Erlangen haben wir schon zweigleisig gemacht. Naja, ist ja nicht schlimm. Jetzt findet es keinen Weg mehr. Das heißt, jetzt müssen wir irgendwo nach dem Fehler auf der Strecke suchen, wo keine Verbindung ist. Das sieht gut aus. Die waren es nicht. Hier ist es grün. Da ist alles okay. Da ist es immer schwer zu sehen. War es aber wohl auch nicht. Ohne Route. Es ist hier. Ich glaube, da war es. Steht alles passend. Ja, jetzt fährt er auch. Alles klar. Gut. Haben wir es. Und mehr stand da von Michael nicht. Dann sind wir schon durch. Gut, okay. Jetzt haben wir irgendwo doch hier diese schöne Karte. Gucken wir uns die doch mal an. Jetzt haben wir hier die Verbindung zwischen dem Netz und dem Netz über dieses hier. Also, ich glaube... Oh, das heißt, wir sind... Ach ne, hier fehlt noch eine Verbindung in Mainz oder so. Da müssten wir dann übersetzen zwischen Mainz und Darmstadt eine Verbindung. Dann haben wir das Netz verbunden. Hier wäre es natürlich jetzt dann auch möglich mit der größeren Brücke, dass man hier die Verbindung nach Berlin macht oder so. Das hatten wir ja schon mal, ne? Die Züge können ja hier, keine Ahnung, von Köln, glaube ich, über das Ruhrgebiet, Bielefeld, Hannover, Wolfsburg bis nach Berlin fahren, ne? In Original fährt so ein Intercity lang. Genauso wie von Hamburg über Bremen, Hannover. Ach, guck mal, hier sind noch drei Orte. Die haben wir noch gar nicht angeschlossen in Mitteldeutschland. Die fehlen noch, sind aber glaube ich auch schon fast die letzten, oder? Kann das sein? Ich glaube, die anderen haben wir alle. Ja, die drei Orte sind es noch. Ja. Kassel, Hannover, Kassel. Das ist ja hier so eine ICE-Trasse, die durch die Kasseler Berge gehen. Die ist ja für viel Geld, glaube ich, ausgebaut worden. Ich glaube, Würzburg, Kassel, hier irgendwo liegt noch Fulda zwischen. Das ist hier so die Strecke, ne? Ich weiß gar nicht, ob Bremen mit drin ist oder Hamburg, dass das so direkt runter geht. Ich glaube, das geht so direkt runter. Und vielleicht sogar bis Ulm, ich weiß es nicht mehr. Okay, haben wir. Gut, gehen wir nochmal gerade hoch.
weil ich wollte gerade einmal in Dortmund gucken. Da hatten wir ja letztes Mal das noch mit den Pferdekutschen, ich glaube. Da können wir gerade noch mal reingehen und gucken, wie es da aussieht, oder? Hier. Dortmund-Hofmeisterstraße. Wo ist die Hofmeisterstraße? Da. 19 Passagiere natürlich noch auf dem Rückweg, ne? Ups, da war einer zu viel, aber egal. Das ist die Kutsche, aber die fährt auch minus ein, ne? Ach so, Fahrplan, ne? Ja, der fährt alles da in Dortmund an, das ist das Problem. Das wollten wir ändern, Linie 1 und 2, oder? Linienverwaltung, Fahrzeuge. Da gibt es nur einen Stadtbus Dortmund, ne? Genau. Ich glaube, da machen wir das mal anders. Machen wir Linie 1 daraus. Gut. Und Linie ändern. Löschen wir mal Erich Mühsamweg. Und löschen wir auch Dortmund Altstadt. Und der Rest bleibt. Rathaus Bahnhof. Und dann nach Hofmeisterstraße, dann zum Rathaus zurück, dann Haupt. Rathaus Bahnhof. Hm, ist das so richtig? Rathaus Bahnhof. Haupt. Ja, wird so passend sein. Und dann noch eine neue Linie. Und zwar geht's dann hier los und fährt dahin. Fährt dahin und zurück. Ne, lassen so, das passt schon. Wohl wäre es schon fast sinnvoll, dass der da nochmal lang fahren würde, ne? So, das ist Linie 2. Stadtbus Dortmund. Fertig. Hammer. Aber da ist keiner drauf, da müssen wir noch einen drauf machen. Und ja, ich glaube, da machen wir einen drauf, der hier wegkommt. Kutsche. Und da und starten. Ich denke mal, da reicht einer wahrscheinlich, oder? Ah, der hat 6 Passagiere geladen. Hofmeister Kohlezeche, Betriebshof, Dortmund Kohle, Dortmund Haupt. Okay, da oben will sowieso keiner hin. Ist auch noch nix. Ja, ergibt sich irgendwann später mal wahrscheinlich, ne? Gut, okay, das zu, das zu, das zu. Kurzer Blick hier noch rein. Haltestellen. Wartend, aufsteigend. Absteigend. Ingolstadt voll. Dortmund voll. Und Stuttgart, Hannover. Ja, okay. 390 Tonnen Kohle warten da. Da müssen wir auch noch was machen, ne? Gut, Haltestellen haben wir. Fahrzeuge. Gewinn. Okay, da gibt es welche, die viel Gewinn machen. Und hier machen sie Verlust. Okay, die ist neu. Berlin, Cottbus, Dresden. Die macht auch miese. Aber okay, das sind alles Zahlen, wo wir mit leben können. Und die Stadtliste wollte ich noch gerade haben. Einwohner. Ja, Hamm. Mal weg. Mal weg. Sieht noch alles ganz gut aus. Dortmund. Hatten wir gerade. Hagen haben wir. Osnabrück haben wir. Und da müsste was gebaut werden in Essen. Recklinghausen sieht gut aus. Münster. Da geht's auch. Erlangen. Das geht alles. Sind die allerwenigsten Städte, wo was gebaut werden muss. Der Rest passt noch alles. Reutlingen haben wir schick gemacht. Hier ist auch noch alles im Lot. Augsburg. Passt, passt. Ist noch alles im grünen Bereich. Ich glaube, weiter brauchen wir gar nicht groß gucken, ne? Gut, haben wir das.
Okay, dann würde ich aber auch sagen, soll es für diese Runde reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.